Bevor es mit dem richtigen Video losgeht, hier ein neuer Clip zu Stalker 2. Und das war der neue Clip zu Stalker 2. Der wurde heute am 11.11. auf Twitter gepostet von den Entwicklern. Und wir sehen, wie der Main-Character einen Bunker untersucht und dann von einem Pseudo-Dog angegriffen wird. Und ja, ich muss sagen, die Grafik ist einfach Bombe. Also kann man nicht sagen, Unreal Engine 5 sieht einfach super aus. Und ich bin ziemlich gespannt, wie groß die Welt wird. Denn wir wissen schon, wie die Entwickler bestätigt haben, die Map wird größer als 60 Quadratkilometer und das ist verdammt groß. Deswegen auch die 146 GB auf der Xbox. Und wir kommen direkt zum nächsten Thema. Der Preload auf der Xbox hat gestartet. Das heißt, ihr könnt das Spiel schon mal vorab installieren auf der Xbox. Das sind 146 GB, das sind verdammt viel, aber für so ein Spiel ist es gerechtfertigt. Für Steam wird es ein bisschen später kommen. Wir wissen nicht genau, wann es für Steam kommt, aber es wird wahrscheinlich Ende dieser Woche kommen oder 2 Tage vor Release. Wichtigste Frage ist natürlich, wann kommen die Reviews zu Stalker 2? Ich vermute mal, es gibt keine Infos, aber ich vermute mal, auch Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche kommen die Reviews zu Stalker 2. Und ich bin ziemlich gespannt, was die Reviewer sagen. Was glaubt ihr, wie wird das Spiel werden? Wird es ein gutes Spiel? Wird es ein schlechtes Spiel? Wird es ein verbuggtes Spiel? Wird es ein gutes Spiel? Wie auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Und das war's auch mit einem kurzen, informativen Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.